Bruchstücke. Man kann auch 100 Jahre alt werden, wenn man alltäglich immer wieder ankämpft gegen Punkt, Punkt, Punkt. Die meisten Körper werden vermutlich gar nicht infolge leidenschaftlicher Liebe und Obsession geboren, sondern aus Entfremdung, aus Rückzahlung, aus Hass, aus Verachtung, aus Fixierung aufs Objekt, als zufälliges Nebenprodukt sozusagen. Und von einer Mutter, die selbst keine eigene Körperlichkeit besitzt, dann kann sie das Kind immer noch aus einem Phantasma der Virgo, der Jungfrau, des göttlichen Auftrags mehr oder weniger schlecht behüten und hochpäppeln, in einer Art artifiziellen, göttlich beauftragten Mütterlichkeit. Und die Bastarde, die als Abfall, als Nebenprodukt solches Abscheu, solcher Verachtung, solche lediglich zum Schuss kommen entstanden sind, sind ja seit Shakespeares Macbeth. Oh God, stands up for bastards now. Nicht die schlechtesten Überlebenskünstler, die es nun erst recht gezeigt haben wollen, auch sie könnten da wieder hineinkommen und den traumatischen Wiederholungszwang aufzufüllen, nachdem ihnen leibhaftig beigebracht wurde, dass sie in gesamter phallischer Gestalt nicht mehr hinreichten, dieses unauffüllbare Begehrensloch auszufüllen, qua Proton Pseudos, qua Einführung des Mangel-Riss-Kluftschwalls der Trittveränderungsimperative, damit das immer wieder sich erneut auffülle, im mittleren Term zwischen den beiden Existenzialisierungsmomenten des »Oh, ich bin ja da« und »Oh, ich werde es nie schaffen«, vor dem allzu späten, nicht wieder ausradiert zu werden. Also begebe ich mich ganz schnell nochmal an jenen Ort der Dike und Ananke und liefere da meinen Seim und Sermon ab. Wenigstens. Ja, Punkt, Punkt, Punkt.